Willkommen zurück zu den Automata mit Ende G. Leider müssen wir uns das hier nochmal antun am Anfang, aber wir werden das hier alles überspringen, was wir nicht machen müssen. Denn das erste Mal, wenn wir den guten Nein ersteuern, müssen wir etwas ganz Bestimmtes tun. Da habe ich keinen Bock mehr. Und das sehen wir gleich. Ich werde das jetzt versuchen, auch so schnell wie möglich zu machen. Wir müssen da den Eimer holen. Hopp. So, nimm mal den Eimer. Kann ich jetzt eigentlich noch springen mit dem Eimer auf dem Kopf? Jawohl, läuft. Aber ich glaube, das darf ich gleich nicht mehr machen, wenn da Öl drin ist, weil sonst ist das Öl draußen. Oder Wasser, je nachdem. Ja, komm, der Eimer ist doch voll, der ist gar nicht so groß. Mein Gott, da passen nur 2,5 Zentiliter rein. Mann, 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 Mann. So. Ja, also ich kann aber sagen, also wenn wir Nein erst das erste Mal steuern, müssen wir. Da gibt es irgendwo eine Kiste und da müssen wir auf einen Kran springen, dann auf die nächste Plattform und das war's. Das sind alles, ich sag mal, Spaßenden, die keinen wirklichen Story-Sinn haben oder ergeben, was bei Ende A bis E anders ist, weil die ja doch Story-relevanter sind, sage ich mal. A ist der Abschluss vom ersten Durchgang. B und C, nee, warte mal. B ist natürlich das Ende vom zweiten Durchgang und C und D das Ende vom dritten. Und E vom Spiel. So, so das überspringen wir auch. Tschüss. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Wo muss ich jetzt raufspringen, ey? Oh, guck mal, die Kiste. Halt die Fresse. Ich will die Kiste öffnen. Ja, ja, halt die Backen. Lass mich. So, da gehen wir nicht runter. Wir müssen diese geile Kiste öffnen. Hier raufspringen. Das habe ich bekommen. Irgendwas Cooles, glaube ich. Und zack. So, das war's. Genau das müssen wir tun. Nein, es letzte Worte waren, mein Interesse an den Maschinen ist zu groß. Ich ziehe los, um sie zu studieren. Dann wurde er nie wieder gesehen. So, und das, nun, war Ende G. Hungry for knowledge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.